Ja, also zu Weihnachten muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt gerade nicht so Bock drauf habe, weil das wächst mir alles im Moment über den Kopf. Ich muss am 31. bzw. bis zum 31. noch diverse Hausarbeiten und Referate abgeben und ich habe noch nicht ein Geschenk und das stresst mich einfach alles gerade total. Deshalb könnte das auch einfach noch 5 Wochen nach hinten verlagert werden. Ich bin sehr zufrieden, wenn Weihnachts kommt, weil das ist ein Zeit für Familie und für Treffen mit anderen Leuten. Ich wohne noch in Bielefeld, also ich muss jetzt gerade nach Münster umziehen und ich muss diese Woche auch noch richtig viel machen und ich muss wahrscheinlich nächste Woche Montag oder Dienstag noch meine Weihnachtsgeschenke kaufen. Alle, so von ungefähr 50 Euro für alle Menschen, die ich kenne. Und das finde ich echt stressig und so, habe ich gar keine Lust drauf eigentlich. Weihnachten ist für mich eher jetzt gerade sehr entspannt, weil ich alle Weihnachtsgeschenke beisammen habe, gerade das letzte Referat hatte und ich mich tierisch auf meine Familie freue zu Hause und auf meine ganzen Geschwister und ich freue mich sehr auf Weihnachten. Eigentlich finde ich Weihnachten ganz schön, nur dieses Geschenke kaufen und diese materiellen Sachen und Besorgung machen, finde ich anstrengend und es ist auch in der Stadt total voll halt. Aber ich finde schon ziemlich stressig. In der Stadt ist die ganze Zeit alles total überlaufen. Man muss Geschenke besorgen, alles nervt. Weihnachtsmann gibt es sowieso nicht. Meinetwegen könnte man das auch weglassen. Ja, Weihnachtsstimmung eher so nicht, nein. Na, also ich kriege ich nur, wenn ich im Radio Last Christmas höre. Ja? Dann weiß ich, dass bald Weihnachten ist. Ja. Aber ansonsten, na, einmal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, Glühwein trinken. Ja, aber ansonsten, nein, nicht wirklich. Momentan, weihnachtsmäßig, spielt das Wetter ja nicht so mit. Es könnte ein bisschen kühler sein. Momentan haben wir hier bestimmt 10 Grad oder so. Da kommt nicht so wirklich Weihnachtsstimmung auf. Heiligabend bis 10 Uhr arbeiten. Ich nehme einen Adventskranz mit und der Spekulatius. Und das wird dann mein Heiligabend, ja. Die Fernsehredaktion wünscht euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten!